Dieses Video habe ich gerade in meinen Entwürfen gefunden und zu dem Zeitpunkt hatte ich Corona. Meine Mama hat mir jeden Tag so unfassbar leckeres Essen gemacht und hat mir das aufs Zimmer gebracht, deswegen wollte ich euch das mal unbedingt zeigen. Und zum Frühstück hat sie mir ein Ei gemacht und dann auch Brot gegeben mit Marmelade und ich fand das so süß, wie sie alles angerichtet hat. Wie viel Mühe kann man sich bitte schon geben? Ich habe sogar Tee bekommen. Übrigens, Fun Fact, ich hatte zwar Corona, aber ich hatte kein einziges Symptom und ich konnte auch alles schmecken, also ich hatte absolut gar kein Problem damit. Mittags gab es dann Koreanisch, also sie hat mir dann Reis mit Suppe, Kimchi und dann auch noch so Fleisch gebracht und jedes Mal hat sie mir auch Wasser bzw. Eiswürfel ins Wasser getan, weil es war Sommer zu dem Zeitpunkt. Und das war auch richtig lecker übrigens, ich habe eigentlich den ganzen Tag absolut nichts gemacht, deswegen hatte ich auch keinen Hunger, aber trotzdem, das Essen war so lecker, deswegen musste ich das essen. Achso, ja, und in Korea, jedes Mal, wenn es Fleisch gibt, gibt es eigentlich auch Salat dazu und das war so ein Sesamblatt, keine Ahnung, wie die auf Deutsch genau heißen. Und Tofu war in der Suppe auch mit dabei und fragt mich nicht, warum sie da ein Ei hingemacht hat, aber es war sehr lecker. Und abends gab es dann Camembert. Ich weiß, viele Leute mögen das nicht, aber ich persönlich mag Käse richtig gerne. Dazu gab es dann noch Salat und das war, wie gesagt, der Camembert. Der war eventuell nur ein bisschen heiß und zum Nachtisch habe ich dann noch Mandarinen bekommen, beziehungsweise Pfirsich, Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden. Ich habe auch ein Brot bekommen.